Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meiner ersten Let's Change Minecraft-Folge. Ja, ich bin vor der auch nach der Auraya dran. Wie es halt in der Regel auch steht, durfte ich mir die Folge von Auraya nicht angucken. Habe ich auch nicht getan. Und das Rauschen hier zeigt mir an, dass es gerade regnet. Ja, Auraya ist dann wohl hier in einem Haus gelangt und hier haben wir auch ein paar Fackeln und es scheint nachts zu sein mit Regen. Ich höre ein Zombie und sie hat uns scheinbar was hinterlassen. Flachdach mit Treppenansatz? Fragezeichen. Oder Spitzendach? U-förmig, ohne See zu zerstören. Fackeln folgen, um zum Anfangshaus zu kommen. Also, wir sind hier schon mal ganz woanders. Und wir müssen uns erstmal hier umgucken. Hier haben wir ein Bett. Ich glaube, das verwenden wir jetzt erstmal, weil es gerade Nacht ist. Und du sollst jetzt nicht schlafen. Oh, das ist ein Monster in der Nähe. Hier haben wir ganz viele bunte Schäfchen. Oh, bunte Schafe. Und da ist. Oh, aua, 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 aua. Na, jetzt habt ihr mich aber erschreckt, ihr Scheißviecher. Ah! Oh, hier ist ein fürchterliches Gewitter. Und ein Creeper. Nein! Ah! Nein! Oh, das tut mir leid. Den habe ich gar nicht gesehen. Oh. Das füllen wir nachher auf jeden Fall wieder auf. Ja, das machen wir jetzt mal eben schnell. Auffüllen. Ganz, ganz wichtig. Das sieht nett, nett aus. Scheiß Creeper. Ich mach diese Dinger nicht. Genauso wenig wie ich. Wie ich Gewitter hasse. Zack, der klauen wir mal hier eben was. Mal drauf achten, weil hier ist irgendwo eine Spinne in der Nähe. Ich glaube, das Loch kriegen wir zu. Na, da fängt die Folge ja wunderbar an. Es sind leider ein paar Schäfchen draufgegangen, aber. Naja, wir gehen mal wieder rein. Uiuiuiuiui. Da fängt ja. Nein, immer noch Monster in der Nähe. Gut, wir haben hier eine Kiste. Dann packe ich das mal hier ganz schnell wieder rein. Fäden. Oh, auch mal da rein. Wolle, ja. Tut mir leid. Wollte ich nicht. Mal gucken. Ich bin da immer in der Sache ein Feigling. Ja. Nein, komm doch her. Nein. Da war doch noch was. Ah. Oh, Menno. Die kommen ja aus allen Ecken hier. Hinten ist schon mal ein Zombie. Und wir sollen die Fackeln folgen, um wieder zurückzukommen. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Monster jetzt in der Umgebung verjagt, damit wir ganz schnell mal hier schlafen können. Nein, es sind immer noch Monster in der Nähe. Und der Regen scheint auch nicht aufzuhören. Da hinten ist ein Creeper. Wo muss ich denn lang? Da sind Fackeln. Zack, zack, zack. Na, was willst du denn? Verzieh dich. Mal ganz vorsichtig. Also das ist auf jeden Fall das Bauernhaus, wie es ausschaut. Aber ich wollte halt noch mal zum Anfanghaus.
Sind wir mal ganz mutig hier. Laufen auch mal ein bisschen schneller. Na. Ja, habe jetzt keine Zeit für euch. Ich will hier ganz schnell wieder weg. Die haben das Haus belagert. Ah! Nein! Der Creeper! Creeper! Oh, überall Monster. Aha. Komisch. Regen ist nur hier, aber nicht mal hier. Auch mal geil. Ja. Wir müssen uns die wohl stellen. Aber ich glaube, ich esse erstmal was. Es soll hell werden. Ah, ich so was liebe. Gut, dann. Es wird langsam, aber stetig wird das hell hier. Hat er mich erwischt. Ja. Na. Du bist des Todes. Hinten ist der Creeper. Okay. Ja, verbrenn. Verbrenn. Du. Ah. Ja, was? Was, was, was? Du bist sowieso des Todes. Creeper. So. Wir haben auch jetzt langsam freie Bahn. Also ich muss sagen, dass das finde ich. Was. Der Creeper verbrennt auch nicht. Ich würde sagen, dass es hier auch nicht gerade schön ausschaut. Nein. Aber das ist ja alles noch Gestaltungsbedarf hier. Gut, dann haben wir hier noch zwei Schilder. Bauerzeitenstock, Penthouse-artig. Brauch Holz und Stämme. Alles klar. Haben wir hier Krams. Da kann ich das hier schon mal wieder reinpacken. Eine Spinnaue. Auch da. Zack, und hier. Baumaterial. Erze. Essen. Wo haben wir denn unsere. Nein, da nicht. Da haben wir unsere Waffen. Ich pack da jetzt mal einfach. So, und dann wollte ich mir mal das unten angucken. Tschuck. Da haben wir unsere Truhen. Hier ist auch schon meine Truhe. Danke dafür. Ja, und dann haben wir hier stehen, bitte Haus unterkellern plus Minentreppe bauen. Ja, Haus unterkellern hat bisweilen noch keiner gemacht. Ich hätte eine Idee dafür. Und zwar, dass wir hier so einen Durchgang machen und dann einen weiteren Raum. Jawohl. Mal gucken, wie weit können wir. Ich hoffe, dass die Musik nicht allzu laut ist. So. Also, hier fing das an, da können wir da ausbauen. Gut, ich denke mal, das könnte klappen. Dann bräuchte ich aber gleich nochmal. Also hier sollte ursprünglich mal, glaube ich, mal kicken. Holen wir uns mal eben schnell noch eine Axt. Ja,
Axt haben wir gerade nicht. Eisenhacke? Na. Dann brauchen wir jetzt mal eben ein bisschen Eisen. Das mal eben mit. Zack. Und machen uns noch was. Mal hier. Oh, das hat meine Map leider nicht mitgenommen. Naja, das ist mal echt doof. Da muss ich noch was an meinem Texture Pack was machen. Aber ich kann das ja so ungefähr erraten, wie das sein muss. Zack. Jetzt machen wir mal eben zwei. Dann haben wir nämlich schon mal wieder was. Eins, zwei, zack. Ah, zum Glück ist dann so mein Inventar noch ganz gut. Gut, ich habe jetzt. Nein, das soll da wieder rein. So. Dann packe ich dort auch mal rein. Material. Und hier kommt die Stücke wieder hin. Dann fangen wir jetzt weiter an, unten den Keller auszubauen. Da muss ich überlegen, dass ich dann nochmal gucke. Okay. Das heißt, wir können hier so einen kleinen Gang machen, damit wir die Kisten nicht zerstören müssen. Das halte ich doch für eine ganz gute Idee. Und dass wir da irgendwie was weiter zerstören. Oh, ich hätte jetzt was mitnehmen sollen. Aber nun gut, das denke ich, kriegen wir hin. Ja, das wird wohl kein Thema sein. Den Boden kann man ja noch nachher machen. Erstmal hier so. Grundrissprinzip hier. So. So, da haben wir jetzt ziemlich dann schon mal die eine Wand. Müssen noch so ein bisschen auf meine Zeit achten. So, dann haben wir hier wieder Gestein, Sandstein. So, dann machen wir jetzt die Wand, würde ich sagen. Wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle, haben wir auch ziemlich oder hätten wir auch gute Chancen. Okay, wir müssen dann auf jeden Fall schon mal eine zweite Wand machen. Ein bisschen. So. Pflasterstein. Machen wir hier dann auf jeden Fall noch eine zweite Wand hin, würde ich sagen. Damit man. Nein, das wollte ich nicht. Das hier nicht so, ne? Sieht. Gut, das machen wir dann. Ich glaube, das ist okay, wenn man hier so zack und dann hier so weiter reingehen kann. Ja. Gut, dann bauen wir das weiter noch raus hier. Ja, ich freue mich auf jeden Fall ganz, ganz dolle rüber, dass ich jetzt hier bei der Let's Change Minecraft mitmachen kann. Dafür nochmal an Motocorn. Danke. Ein ganz liebes, großes Danke.
Jetzt habe ich die zweite Axt verwendet. Ah, Mist. Die werden wir ja sowieso noch mal irgendwann brauchen. So. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit wir das machen. Und kaputt. Ja, guck mal, hätte ich noch eine zweite Schaufel haben müssen. Das mache ich jetzt nochmal eben mit der Hand. Ich weiß auch jetzt nicht, ob ich genau 15 Minuten machen soll oder. Überschreiten soll. Sehen wir, würde ich sagen. Machen wir hier ein paar Fackeln erstmal. Da ist ganz okay. So, aber ich glaube, wir werden trotzdem dann nochmal. Was hat die denn da benutzt? Sandstein. Können wir das da eben den Boden weitermachen? So. Sandstein, aber Sandstein. Und jetzt haben wir schon mal wenigstens den Boden. Ist keine Schuppe da. Ich möchte auch jetzt nicht wieder hochrennen. Da Sand man ja Sand ganz schnell so ausbauen, abbauen kann, mache ich mir das auch so. So, zack, zack. Ich das auch jetzt, glaube ich, nicht ganz zu Ende machen. Nur den kleinen Grundriss. Vielleicht haben die anderen ja noch eine konkretere Idee, wie man das hier weiter ausbauen kann. So, Sandstein mal hier legen. Warte mal hier, Pflasterstein. Weil ich wollte mir noch gleich noch ein bisschen was anderes anschauen. Und dann wollen wir auch noch ein bisschen Holz besorgen für unser Dach. Ich glaube, das wollte FreeRP-Player, glaube ich, haben. Oder der ZEP-RP? Ich glaube, ZEP-RP war das. Ich bin mir leider gerade nicht ganz sicher. Weil die Part leider so immer. Das ist schon recht lange her. Aber es ist auch verständlich, weil es ist momentan Prüfungszeit und alle müssen viel arbeiten. Und es ist sehr verständlich, dass man die Parts. Also dass es dauert, bis es etwas länger hochgeladen wird. So, dann haben wir hier nochmal. Und dann fast wahrscheinlich, ich bin so ein bisschen. Meine Stimme ist so ein bisschen deformiert. So, also ich glaube dann. Können wir den hier in den Rest machen? Okay. Was können wir so lassen? Erstmal. Und ja, ich denke mal, das kann man erstmal noch so lassen und dann noch echt weiter ausbauen. Dann mache ich gleich direkt noch mal ein Schild. Ich glaube, ich hole mir mal eben ein Schild und dann.
schauen wir mal weiter. Wir haben jetzt nicht so viel. Haben wir jetzt noch Holz? Sandstein? Nein. Egal, dann werde ich einen von denen hier aus verwenden. Oder den von unten. Oder? Nee, so gemein sind wir nicht. Wollen nicht so faul hier sein, ne? Oh, schon wieder Nacht. Schlafen gehen? So, ist dann wieder schnell wieder hell. Dann gehen wir erstmal Holz sammeln und wenn wir dann wieder hier in dem Häuschen sind, werde ich dann nochmal eine Nachricht hinterlassen. Also, Holz habe ich noch nichts, ja. Oh, hier könnte auch noch irgendwie so ein schöner Garten angelegt werden. Das wäre auch noch mal so eine Idee, wo ich Lust dran hätte. Na, da hat die Äpfel noch nicht verbrannt. Finde ich aber nicht lustig. Ja. Hier so einen netten Bäumchen. Ja, ich glaube, ich muss noch was an meiner Texturenpad machen. Das ist da, habe ich glaube ich was nicht ganz richtig gemacht. Obwohl mir das Feuer nicht aufgefallen ist, also vorher war es eigentlich da. Da fragt mich auch jetzt nicht, was für ein Texture-Pack ich genommen habe. Beim nächsten Mal werde ich es euch erzählen, da will ich nochmal nachschauen. Mittlerweile so viele. So, wo kann man noch Holz? Da hinten sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ui. Und wir wollen noch eine Runde schwimmen gehen hier. Zack. Aber ich glaube auch, dass 15 Minuten einfach zu wenig sind, um hier irgendwas zu schaffen. Vielleicht sollten wir uns da vielleicht nochmal was anderes überlegen. Weil bisweilen hat dann nicht wirklich irgendjemand die 15 Minuten eingehalten. Was auch nicht schlimm ist, weil sonst kommt man ja dann auch weiter. Aber da müssen wir noch gucken. Vielleicht hat Motoko da ja noch eine Idee, das irgendwie zu verfeinern. So, damit wir noch an den oberen rankommen. Und dann wieder runter hier. So, dann nehmen wir hier noch den einen hier mit. Guck mal, der schaut doch gut aus. Dann hier auch noch den. Ah, oh, mit der Erkältung, die macht mich so fertig. Und die Kleine ist mittlerweile auch ziemlich gut erkältet und ich das immer so hasse. Ich mach drei Kreuze, wenn wieder Sommer ist. Ganz ehrlich. Oder wenn die Temperaturen mal wieder steigen würden. Ja, ich warte noch nicht wirklich was zu erzählen. Ich hoffe, das wird alles im Laufe der Zeit alles kommen. Weil ich habe Minecraft, so, noch nie so für mich aufgenommen, um mir was zu erzählen. Und sonst bin ich eigentlich immer die Ruhige und mach und tu dann. Obwohl ich auch eine bin, die wenig Minecraft zockt. Ich habe das Spiel zwar gekauft, aber ja, habe ich da noch nicht so intensiv damit befasst, um das mal so zu sagen. Aber so die Grund. Kenntnisse habe ich da wohl für schon. So, ich glaube, ja, komm, einen Baum nehmen wir noch mit. Dich nehmen wir auch mit. Der ist auch schön. Der ist schön.
So. So, wo mussten wir nochmal hin? Da. Ich denke mal. 49 ist so eine Scheißzahl. Aber guck mal, jetzt haben wir ja genau 50. 51 sogar. Ah, meine Stimme, die ist so heiser. So ein bisschen. So. Holz haben wir so ein bisschen was. Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Truhe ich das packen soll. Ich glaube, das war der Free LPR. LPR. Oder war das Lab LPR? Ah! Ach, weißt du was? Ich packe das Holz einfach oben rein. Unter Baumaterial. Mal hier so ganz unten. Krams habe ich ja noch mal hier. Zack. Also futtern. Weiß gar nicht, wo wurden denn die anderen Pfeile reingepackt? Da. Guck mal, haben wir schon 22 Pfeiler. Oh, ich muss auf die Zeit achten. Ich habe meine Uhr gar nicht dafür gestellt. So. Oxt. Ja, dann ein Schild. Genau, ein Schild. Da muss ich doch ein bisschen Holz wegnehmen. Jetzt muss ich das Inventar wieder so. Machen wir 4. Zack. Wie ging das? War das nicht richtig? Das ist nicht so ein Schild. Der zeigt mir jetzt hier gerade mehr gar nichts an. Ich meine, so ein Schild funktioniert. Schild geht doch so. Ach nee. Ja, Nadine. Oh. Du bist die Beste. Nein, ich hab nee. Die Erkältung hat wohl meinen Verstand vernebelt, du. So. Dann packe ich das Schild dahin. Habe. Keller. Grund. Passt das? Nein. Habe Keller Grund Grundriss passt auch nicht. Ja, dann lassen wir das Shit drauf. Angefangen, Keller auszubauen. Sagen wir mal so. Ich habe mein Gott. Fangen. Bauen.
Schreiben kann schon hin und wieder ganz schön schwierig sein. Ja, dann werde ich hier meinen Part erstmal beenden. Und ja, es war mein erster Part. Ich musste mich noch ein bisschen hier durchschauen, aber ich denke mal, man wird zufrieden mit mir sein. Wenn nicht, könnt ihr das. Schimpft mich aus. Dann schimpft mich aus. Eben was futtern. So. Wenn nicht, dann schimpft mich halt aus. Habe angefangen, Keller auszubauen. Gut. Ja, dann lassen wir es so und ich danke euch fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.